Dieser Mann hat etwas vor, das vor ihm noch keiner geschafft hat. Salvatore Busche ist getrieben von einer unbändigen Entdeckerlust. In der Wimsener Höhle will der Taucher Orte aufspüren, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Sein großer Traum: eine lufterfüllte, trockene Höhlenhalle am Ende eines langen Unterwasserlabyrinths. Ich habe wirklich oft davon geträumt und nicht nur einmal bin ich mit meinen Flaschen dort ausgestiegen. Nicht nur einmal. Doch dann schlägt das Schicksal zu. Boff, der Schlaganfall. Ich wusste, dass seine größte Angst sein wird, dass er nicht mehr tauchen kann. Aufgeben habe ich nie in meinem Kopf gehabt. Zerstört der Schicksalsschlag seine Träume? Viele, viele Höhlentaucher, die verunglücken, haben kein Problem gehabt mit der Technik, aber mit der Psyche.